Hallo, grüß euch. Wir haben sich kurzfristig entschlossen, eine Woche Vorarlberg zu fahren, dort die Pisten unsicher zu machen. Das Skigebiet Arlberg ist das größte zusammenhängende Skigebiet in Österreich. Mit 88 Liften kommt man zu den traumhaften Pisten mit über 300 Pistenkilometern. Da ist für jeden was dabei. Was wir sonst noch alles erlebt haben. Mit dem Alpenjet nach Warp. Nobel. Gustav ein Weißbier. Danke. Das erfahrt ihr gleich im Video. Jetzt aber go. Film ab. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir fahren heute nach Lech am Arlberg. Und los geht's. Haben uns schon ein Tagesticket gekauft und fahren gerade mit der Schlosskopfbahn Richtung Oberlech. Für mich hat der Lech am Arlberg einen besonderen emotionalen Wert. Ich habe vor 24 Jahren einmal hier gearbeitet. Ihr werdet es nie erraten. Es ist einfach traumhaft, wieder ein Traumwetter. Absolut schön. Und jetzt let's go, die erste Runde. Oh, es ist schön zum Fahren da. Ein Traum, gell? Wir sind jetzt gerade über Oberlech wieder nach Lech gefahren und jetzt geht's mit dem Schlegelkopf-Sessellift wieder bergauf. Was sagst du bis jetzt zu Lech? Super schön, die Schneefelder sind ein Traum. Das war's? Ja. Und weiter geht's von Oberlech mit der Petersbodenbahn Richtung Bergwärts. Ich muss aber gestehen, für das, dass ich da einmal ein halbes Jahr gearbeitet habe, ich komme hinten und vorne nicht mehr aus. Allerdings ist es auch schon 24 Jahre her. Wir sitzen gerade auf der Rotschroffenbahn. Ein Traum! Lech am Arlberg! Thank you.
So, wir sind jetzt am Berg herum. Wir waren schon fleißig und schon langsam kriege ich den Gustav ein Weißbier. Ja, na gut, dann holen wir sie halt an. We say we love, we say we love. Danke! Prost! Wir haben jetzt das Après-Ski in der Hotel Burg in Oberlech in vollen Zügen genossen. Jetzt geht's weiter. Wir kommen jetzt gleich zum Weibermatt Lift und das ist der Lift, wo ich vor 24 Jahren gearbeitet habe. Als Liftwart. Bester Arbeitsplatz bei bester Kulisse. Wir sitzen jetzt am Weibermatt-Lift und es gibt ein Foto, wo ich damals von der zweiten Stütze noch gesprungen bin. Vielleicht findet ihr es noch irgendwo, dann blendet es euch. Weiter geht's mit dem Weibermatt-Lift. Jetzt wollen wir schauen, wegen dem Wind, ob wir den Wohnen irgendwo starten können. Schauen wir mal, Risiko gehen wir gerade gleich. Fall in love and tear it down as soon as we wake up. Promise you the world tonight. Wir sitzen jetzt gerade im Auenfeld Sonnenjet. Yes! Wir sind jetzt von Lech mit dem Auenfeld-Jet nach Wartschröcken gefahren. Dann weiter mit dem Sonnenjet. Und jetzt befinden wir uns in der Talstation Salobajet. Jetzt fahren wir wieder zurück nach Lech, bevor es wieder aufzieht. Abfahren! Bitte doch, ja. Black flag.
Öppa! Jetzt haben wir sämtliche Pisten in Lech abgefahren. 3 Stunden sind wir heute schon unterwegs und jetzt werden wir sie dann in Oberlech ein gutes Weizen gönnen in der Burg. Aber bevor wir das Weißbier trinken, gönnen wir uns noch ein gutes Essen bei der Ilga, dem kleinen Oberlecher Hotel. Wir haben uns jetzt bei der Ilga ein gutes Wiener Schnitzel vom Schwein bestellt. Das lassen wir uns jetzt so richtig schmecken. Mahlzeit! Nobel, Nobel, wir haben entdeckt, bei dem Schnitzel ist eine Zitrone dabei, und zwar in so einem Sackel. Und das sollte man nicht auspacken, sondern kann es genau durchs Sackel durchpressen. Und wir sind schon wieder da bei der Burg in Oberlech. Jetzt gönnen wir sehr gutes Weißbier. Regie war leiwand und jetzt schauen wir mal, ob wir ins Tal finden. Zum Abschluss spazieren wir jetzt am Abend noch durchs Ständen und genießen den Winterzauber. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg, unser Auto zu holen. Und ich kann es noch einmal betonen, wir haben so ein Glück gehabt mit dem Wetter. Schaut euch einmal das an, da gibt es schon geile Hotels auch. Und zwar ist das, glaube ich, der Tiroler Hof. Aber ich glaube, das da zahlt es nicht. Aber schaut euch das einmal an. Fertig, alles tief gefahren. Das wird länger dauern. Für uns gehen wunderschöne Tage am Adelberg zu Ende. Wir hatten fast immer traumhaftes Wetter. Die Gegend war einfach ein Traum. Wart ihr schon mal am Adelberg? Ich sage Anton, tschüss oder Lech. Dann lasst es uns wissen und schreibt es in die Kommentare. Über ein Abo oder über ein Like würden wir uns auch sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat und falls ihr noch irgendetwas wissen wollt, schreibt es ebenfalls unten in die Kommentare. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht es gut. Ciao. Ciao.